Herzlich willkommen zu unserer Asklepios-Informationssendung im Internet. Sie kennen das ja, das Leben, das ist ein Auf und Ab. Mal ist es gut zu uns, mal ist es nicht so gut. Aber manchmal können wir uns doch nicht mehr alleine helfen. Und Psychiater nennen so etwas eine Krise. Und über eine solche Krise wollen wir heute sprechen. Bei mir zu Gast ist Manoshi Christina Pakrasi. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie am Asklepios Klinikum in Rissen. Schön, dass Sie da sind, Frau Pakrasi. Guten Tag. Erklären Sie uns, was ist eine Krise genau? Eine Krise bezeichnet eigentlich eine Situation, in der verschiedene Situationen, die kritisch sind, sogenannte kritische Situationen, zusammenkommen und da die Menschen irgendwo das Gefühl haben, nicht weiterzukommen. Es gibt den Begriff allerdings schon sehr viel länger. Aus dem Altgriechischen ist es eigentlich ein Begriff, der Beurteilung, Meinung, Zuspitzung auch bedeuten kann. Und das ist, glaube ich, das, was heutzutage eher so genannt wird. Wenn eine Krise da ist, dann hat sich eine Situation zugespitzt und man hat das Gefühl, nicht weiterzukommen. Haben Sie ein Beispiel für uns? In den Medien hören wir ständig von Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, von Lebenskrisen. Wir sehen Filme über Ehekrisen, wir gucken uns Komödien an, wo es auch immer um kritische Situationen zwischenmenschlicher Art oder auch innerhalb der eigenen Person. Innerhalb der eigenen Person könnte bedeuten, vor einer Entscheidung zu stehen zum Beispiel, die schwer zu treffen ist? Ja, oder auch eine Lebenssituation erleben, wo man mit Verlust umgehen muss, die für einen dann kritisch ist, weil man nicht in dem Moment auf Bewältigungsstrategien zurückgreifen kann. Ja, um es ein bisschen konkreter zu fassen, beispielsweise ein Angehöriger wird pflegebedürftig, eine Belastung dadurch im Beruf und vielleicht noch die Sorge um den Angehörigen. Kann aus so etwas, so eine Krise zum Beispiel, entstehen? Ja, das ist eine Situation, die häufig auftaucht. Meistens kommt es ja nicht darum, dass man dann sich um den Angehörigen kümmern kann, sondern einfach auch mit Schuldgefühlen das eigene Leben ja auch leben möchte und muss. Auch da, auch wenn es Gelder gibt, vielleicht aussteigen kann für eine gewisse Zeit, aber auch dann natürlich interfamiliäre Konflikte auftreten können, die sich dann kritisch zuspitzen. Woran merkt denn der Patient oder woran merkt Mann oder Frau, dass sie in einer Krise stecken, bei der man Hilfe suchen sollte? Ja, umgangssprachlich würde ich sagen, wenn man eben das Gefühl hat, nicht weiterzukommen, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen und die Symptome, die sich daraus eigentlich ergeben oder die in der Situation da sind, sind eine verstärkte Hilflosigkeit, eine Verunsicherung, eine Lebensunfähigkeit, eine gefühlte Lebensunfähigkeit in dem Moment, das Gefühl, nicht mehr so leistungsfähig zu sein wie sonst. Ängste nehmen zu, ganz häufig als Symptom, und eben auch die Situation, Entscheidungen nicht ausreichend treffen zu können, das Gefühl zu haben, egal wie ich mich entscheide, ist das eher so eine tragische Entscheidung, ist das immer nicht optimal. Gibt es auch eine körperliche Reaktion? Angst ist ja eine ganz typische Situation, wo der Körper heftig reagieren kann mit Herzrasen, mit Schwindelgefühlen, mit Schweißausbrüchen, mit Lähmungserscheinungen, mit allen möglichen Dingen, was der Körper so bieten kann. Wie unterscheiden Sie das denn zum Beispiel von einer Depression? Denn viele sagen ja, jetzt werde ich einfach depressiv. Eine Depression ist ja schon eine ganz standfeste psychiatrische Diagnose, wo bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Da geht es um Zeitbereiche, die man abdecken muss mit den Symptomen. Und es geht natürlich um deutlich schwergradigere Beschwerden. Eine Krise ist eigentlich so, dass man erst über eine Krise sprechen kann, wenn sie schon vorbei ist. Also wenn sozusagen das Anflauen der Zuspitzung und das Abflauen schon da ist. Erst wenn man sozusagen auf dem Gipfel der Symptome hängen bleibt und dann nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist eher eine Katastrophe oder eben eine psychiatrische Diagnose da. Eine Krise ist erstmal etwas, was im Alltag permanent in kleinen Bereichen stattfindet und meistens auch selbstständig bewältigt werden kann vom einzelnen Menschen. Jetzt haben Sie das ja eben schon beschrieben. Es geht langsam los, steigt irgendwie an. Gibt es da so einen klassischen Verlauf oder vielleicht sogar auch so einen Zeitraum? Also es ist nicht so, dass es sich langsam anbahnt. Bei einer Depression zum Beispiel würde man sagen, es kann mal mit einer Krise beginnen, aber es ist dann eher ein langsamer, sich zuspitzender Bereich, bis die Symptome in der vollen Ausprägung da sind. Kein Mensch geht eigentlich zu einem Arzt und sagt, ich habe eine Depression, wenn er mal 2-3 Tage irgendwo das Gefühl hat, nicht zurechtzukommen. Das ist dann noch keine Depression. Und eine Krise passiert relativ überraschend und plötzlich. Also es kommt nicht so ganz langsam an. Oft ist es aber ein Zusammenspiel von verschiedenen kritischen Situationen, sodass man da eben auch sagt, es gibt verschiedene Situationen und irgendwann läuft das Fass über. Da ist dann sozusagen die letzte dazugekommen und dann entsteht diese Krise.
Gibt es da eine Veranlagung oder, wie man so sagt, eine Prädisposition? Eine Veranlagung genetischer Art, also vererbt sozusagen, das nicht. Aber was man natürlich unterschiedlich erlernt hat, in der Familie, im Kontakt mit Mitmenschen, ist ja die Bewältigungsstrategien, die man sich als Modell bei den Eltern oder bei Freunden, bei Geschwistern sich abgeguckt hat und auch schon vielleicht im früheren Leben eingesetzt und als positiv bewertet hat. Und dann kann man es eben wieder einsetzen und damit auch schneller eigenständig Krisen bewältigen. Haben Sie da ein Beispiel? Wenn man in einer Großfamilie oder in einer größeren Familie zusammen groß geworden ist und auch schon den Verlust, wenn Urgroßeltern, Großeltern zum Beispiel verstorben sind, man mit diesem Trauerprozess und auch gesehen hat, dass Eltern nicht komplett zusammenbrechen, dass es Trauerphasen gibt, dass es auch in Ordnung ist, in dieser Zeit nicht leistungsfähig zu sein, sondern vielleicht auch sich eine Auszeit zu nehmen, dann hat man vielleicht auch eher sozusagen eine Vorstellung, wie man mit Trauer und Verlust umgehen kann. Wenn das nie sozusagen an einen herangekommen ist, weil man vielleicht als Kind davon abgehalten wurde und plötzlich steht man vor dem ersten Verlust des Partners, der Eltern, kann es eben einem dann tatsächlich schwerfallen, damit umzugehen. Sehen Sie das dem Patienten oder der Patientin an, wenn er oder sie zu Ihnen kommt, dass er oder sie in einer Krise steckt? Ansehen kann man das keinem Menschen. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, sehen jetzt nicht unbedingt wie das blühende Leben aus, weil es ihnen meistens schlecht geht, weil Schlafstörungen dazu kommen, weil vielleicht auch der Alltag mit Nahrungsaufnahme, mit Spaziergängen oder vielleicht auch Bewegung weniger da ist. Also man sieht den Leuten an, dass sie einen Leidensdruck haben. Aber man sieht ihnen nicht an, ob sie jetzt gute oder schlechte Bewältigungsstrategien haben. Das kann man eigentlich nur im psychotherapeutischen Gespräch herausfinden. Und gibt es da so eine Verteilungshäufigkeit, mehr Männer, mehr Frauen, mehr Alte, mehr Junge? Insgesamt kann man natürlich sagen, dadurch, dass auch natürlich körperliche Beschwerden dazu beitragen, dass man schneller in Krisen gerät, weil die Leistungsfähigkeit, die Funktionsfähigkeit des Körpers nicht mehr mitmacht, gibt es vielleicht im höheren Alter mehr bestimmte Art von Krisen. Und man kann vielleicht auch sagen, dass Frauen sich schneller Hilfe holen, weil es einfach auch ein bisschen akzeptabler ist, sich bei Freundinnen mal auszusprechen oder sich Hilfe zu holen. Wir haben insgesamt in der Psychotherapie einen höheren Frauenanteil. Und warum ist das so? Das hat noch was, glaube ich, mit dem Rollenverständnis zu tun. Also die Männer, die wir haben, und es gibt auch jetzt eine Zunahme sozusagen langsam an männlichen Patienten, sagen manchmal auch, ich habe immer gedacht, ich bin wie eine deutsche Eiche, mich kann nichts erschüttern und jetzt wache ich jede Nacht mit einer Panikattacke auf und komme damit gar nicht klar. Und bin nicht mehr arbeitsfähig und kann nicht mehr allein vor die Tür gehen. Und das ist natürlich auch das Eigenbild, was man selbst hat. Hat das auch damit zu tun, sich genauer selbst zu beobachten und sich auch genauer etwas zuzustehen, also etwas sozusagen annehmen zu können? Ich glaube, es hilft jedem Menschen, egal ob er nun eine Krankheit oder nicht eine Krankheit hat, sich gut zu kennen. Und ich glaube, wir haben alle keinen guten Einblick in uns. Also wir kennen viele Bereiche, aber es gibt eben auch viele Bereiche, die wir dann in Extremsituationen erst kennenlernen. Und dann tatsächlich auch zu sehen, wenn man Hilfe benötigt, zu gucken, wo kann ich denn Hilfe bekommen? Das muss gar nicht irgendwie professionelle Hilfe sein. Das kann eben auch im direkten Umfeld bei Familienangehörigen, bei Freunden sein. Es kann ein Telefonat mit der Seelsorge sein, die rund um die Uhr erreichbar ist. Das kann ein Kontakt zu einem Hausarzt sein, zu einer Vertrauensperson, zu einem Pastor, Priester, wenn man kirchlich angebunden ist in einer Gemeinde. Also von der Seite gibt es da ganz viele Möglichkeiten, sich erstmal Hilfe zu holen. Was beobachten Sie? Wie sind Ihre Patienten davor gegangen, bevor sie dann zu Ihnen gekommen sind? Wenn zu uns Menschen kommen, meistens in der Notaufnahme, weil plötzlich es nicht mehr aushaltbar ist, dann ist natürlich unsere Aufgabe auch zu klären, gibt es eine Vorgeschichte mit Erkrankungen? Also neigen die Patienten vielleicht tatsächlich in der Krise weiter in ihrer Krankheitsphase abzurutschen? Kann man sie dann professionell unterstützen? Die Leute, die Bewältigungsstrategien haben und das mit Angehörigen klären, die kommen nicht zu uns. Die bewältigen das eben auch für sich. Und wichtig ist tatsächlich, dass man viele Dinge auch mit Leuten um sich herum, aber auch mit eigenen Kräften nutzen kann. Eine Krise kann eben auch nicht nur was Negatives sein, es hat Potenzial, es bringt einen auch weiter. Kein Mensch kann durch sein Leben gehen, ohne Krisen bewältigt zu haben. Weil jeder Bewältigungsmechanismus gibt ja einem auch wieder eine Rückmeldung, dass man eine andere Kompetenz vielleicht entwickelt hat, dass man andere Strategien sinnvoll einsetzen konnte und damit wieder einen Schritt hin weiter in seinem Leben gekommen ist.
Was ich jetzt so herausgehört habe aus unserem Gespräch, ist, es ist wichtig, ehrlich und aufrichtig zu sich zu sein. Und es ist wichtig, Menschen zu suchen, mit denen man reden kann, erstmal darüber. Das ist auf jeden Fall richtig. Das ist schon in diesem klassischen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, ist schon mal etwas, wenn es einem schlecht geht und man behält es für sich, nagt es am Nervenkostüm. Ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass es durchaus eine sehr hartnäckige Krise sein kann oder eine, bei der man so das Gefühl hat, man sitzt sehr tief drinnen und weiß jetzt im Moment gar nicht, wo man da steht. Und das Gespräch mit Freunden hat nicht geholfen, Familie gibt es nicht, welche Möglichkeiten habe ich denn dann? Dann wäre eben sozusagen auch der professionelle Weg der richtige. Und da gibt es die Möglichkeiten, wie eben schon gesagt, Telefonseelsorge zum Beispiel, wenn man erstmal vielleicht so auch Schamgefühle hat, jemanden vis-à-vis gegenüber zu sitzen, wo man anrufen kann, wo man anonym bleiben kann und eventuell ja auch schon ausreichend Hilfe bekommt. Oder man wendet sich tatsächlich an die Kliniken, bei uns zum Beispiel in die Notaufnahme, oder man meldet sich in der psychiatrischen Institutsambulanz an und vereinbart ein Gespräch. Es gibt Notfalltermine für diese Situation, um dann mit einer professionellen Kraft, das sind dann ärztliche Psychotherapeuten oder auch psychologische Psychotherapeuten, die dann mit einem besprechen, was ist momentan tatsächlich die Möglichkeit, die man selbst hat. Gibt es Hobbys zum Beispiel, Kunst, Musik, die man aktivieren kann, die einen dann durch die Kreativität auch wieder aus der Krise herausführen können und gedanklich einen auch ablenken von diesem, das ist ja wie eine Grübelschleife, aus der man herauskommen muss. Oder sind es dann tatsächlich mehrere aufeinanderfolgende Gespräche, eventuell auch gruppentherapeutische Angebote, die einen dann mit anderen zusammen, wo man sich ja vielleicht auch ganz wohl fühlt, dass man nicht alleine mit dieser schwierigen Situation da ist, eben dann herausbegleiten kann. Viele haben ja Angst vor der Psychiatrie stationär. Ich drücke es jetzt mal so aus. Die haben Angst, dass etwas mit ihnen passiert, was sie dann nicht mehr überschauen können. Sie haben jetzt sehr viel gesprochen von Gesprächen. Sie haben aber auch gesprochen von Gruppentherapien. Wie muss man sich diese Therapien denn vorstellen? Also die Einzelgespräche sind tatsächlich Gespräche zwischen dem Therapeuten oder der Therapeutin und dem Patienten. Nicht wie eine klassische Psychotherapie, einmal in der Woche 50 Minuten. Das ist sozusagen nicht in unserem Setting von der Ambulanz machbar. Aber dass man erstmal Gespräche führt in ein, zwei Wochen Abständen und erstmal guckt, wo geht es hin. Und oft ist eine Krise nach eben auch kurzen, intensiven Gesprächen auch entaktualisiert. Also viele unserer Patienten, nicht nur der stationären Patienten, kommen über die Notaufnahme und sind nach einem entlastenden Gespräch mit dem Arzt wieder in der Lage, nach Hause zu gehen und das Wochenende oder die Feiertage zu Hause zu verbringen. Und kommt die Krise dann zurück? Das hängt ein bisschen von der Ursache ab. Es gibt natürlich Krisen, die nicht nach dem Gespräch sich in Luft auflösen, aber alleine vielleicht einen Anstoßer bekommen zu haben, was man selbst tun kann und wie man vielleicht auch die nächste Zeit, die nächsten 12, 24 Stunden bewältigen kann. Es gibt ja auch Musiktherapien, Kunsttherapien, setzen Sie sowas auch ein? Ja, wir haben Musiktherapie in Ansätzen, eher im Einzelsetting, aber wir haben auch zum Beispiel von Bewegungstherapeuten im stationären Rahmen eine Trommelgruppe, wo einfach auch bestimmte Formen des Ausdrucks, wenn eben nicht das Gespräch für jeden auch das Richtige ist, eingesetzt werden können. Wir haben Kunsttherapie sowohl mit Farben und Materialien innerhalb der Klinik, aber auch eine Outdoor-Gruppe, wo man an den Elbstrand geht und mit Naturmaterialien umgeht, also auch wieder so eine Erdung bekommt. Ergotherapie ist dann mit verschiedenen Materialien, Ausdauer und Ähnliches. Und es gibt da verschiedene Sachen. Wir haben eine Theatertherapeutin, eine Poesietherapeutin. Also es gibt Angebote, die nicht eben nur auf, ich muss meine Biografie, mein ganzes Leben, meine Kindheit irgendwie auf den Tisch packen und muss mich da so psychisch sozusagen entblößen. Und wie erfahre ich dann, was das Richtige für mich ist? Wir haben in allen Ambulanzen zum Beispiel offene Informationsstunden einmal pro Woche, wo man einfach mal hingehen kann und sich informieren kann und wo man dann, auch wenn die Gruppe ganz klein ist, auch sehr viel Eigenes schon mal loswerden kann, um dann eben auch die Hilfe, die passende Hilfe angeboten zu bekommen. Muss man dazu aufgenommen werden sozusagen bei Ihnen oder ist das? Nein. Diese offenen Angebote braucht man noch nicht mal einen Überweisungsschein vom Arzt, sondern man kann da einfach hingehen. Und man kann die Termine erfragen über das Sekretariat zum Beispiel. Vielen Dank, Frau Pakrasi, für die interessanten Informationen über die Krise, was es bedeutet und was es nicht bedeutet. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt bei uns. Sie finden uns weiterhin auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube.